So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Das letzte Mal haben wir den Hordenansturm uns angeschaut und da machen wir jetzt auch noch ein paar Runden. Ich spiele immer alleine, denn ich habe nun mal kein Team. Insofern, ich glaube aber, die werden angepasst an die Teamstärke, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die wenigen, gegen die ich da ja schon ankomme, dass man gegen die mit 4 auch kämpft. Ich denke, wenn man mit 4 zu 4 ist, dann sind es deutlich mehr. Und das kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Jetzt bin ich gespannt, ob wir diesmal wieder. Ah, diesmal bekommen wir ein ganz anderes Gebiet tatsächlich. Okay, also es geht auch mit einem ganz anderen Gebiet. Cool. Wollte ich nicht. Besten, ich gehe gleich am Anfang direkt raus aus dem Sturm. Oh, das wird ja super toll, hier Waffen zu sammeln. Ist die mich vom? Ach nee, doch. Ja, doch. Komm, komm. Hier ist nicht, hier ist nicht, hier ist nicht. Könnte sogar ganz gut sein, hier Waffen zu sammeln. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Habe ich mir so gedacht. Habe ich mir so gewusst. Wo ist denn dieses Gerät? Wo ist denn dieses Alien-Gerät-Dings? Oh weia. Wo ist denn dieses Alien-Gerät-Dings gelandet? Da! Das will ich haben. Da sind auch immer Munitionskisten und so ein Kram. Erstmal mit komischen Sachen zufrieden geben und dann auf besseren Stuff hoffen. Das ist doch schon mal besser. Also für die erste Runde ist Trommelgewehr schon mal optimal. So. Okay. Ja gut, solange wir noch Platz haben, können wir die mal mitnehmen. Schaden können sie nicht. Sehr schön. Mehr ist hier im Moment nicht. Das heißt, ich könnte jetzt noch gucken, ob ich da drin noch ein bisschen was Hübsches finde. Es ist hier so dunkel. Hilfe, ich sehe kaum was. Ja, nice. Ach, naja. Die ist zwar blau, aber. Ah! Da ist noch eine hübsche Waffe. Davon haben wir aber jetzt auch nicht so viel Munition. Nur Pistole interessiert mich jetzt nicht so, die Bohne. Das nehme ich stattdessen natürlich hier mit. Sehr gut. So, was ist, wenn ich jetzt hier oben bleibe? Nur mal so aus Interesse. Versuchen die dann hier hochzukommen oder wie läuft das? Aber ich brauche ja, ich muss ja. Nee, ich muss mal runter, weil ich muss ja die Dinger, die Multiplikatoren finden. Ich muss erstmal die Multiplikatoren, die hätte ich schon gerne. Bin ich ja ganz ehrlich. Da müssen doch jetzt bestimmt hier irgendwo welche rumfliegen. Oder sind die sogar auf der Karte eingezogen? Wow. Die sind auf der Karte. Ja, was ist das denn für ein Witz? Komme ich daran, wenn ich den runterhaue, oder ist der dann weg? Ach so. Das ist ja ein Joke. B. Dankeschön. So, wo ist der nächste? Die sind auf der Karte eingezeichnet. Sehr gut, dann gehe ich da mal alle hin. Gehe ich da mal hin. Können wir das mal wieder wegmachen? Hier, Dankeschön.
Da ist noch einer. Da ist er gelandet sogar. Gib mir das. Nice. Und da drüben ist noch einer. Blaue Waffe, wo ist die denn? Hilfe. Ich hab Quatsch gemacht. Das ist nicht gut. Ich hab großen Quatsch gemacht. Dann wollte ich meine blaue Waffe. Aua. Die Waffe, ich möchte den Kugel haben. Oh, ne, vielleicht doch nicht. So, jetzt wird es gleich hier alles enger. Aber wo ist denn? Ich hatte doch eine. Das ist doch jetzt blöd. Ich hatte doch eine blaue Waffe. Hab ich die. Wo habe ich die denn abgegeben? Mist. Mist, ja, die ist weg. Brauche ich gar nicht weitersuchen. Scheiße. Und jetzt ist natürlich hier diesmal keine so tolle. Das ist eine. Ah! Komm zu Papa. Hatte ich die da versehentlich hingelegt oder ist das jetzt eine andere? Ich weiß es nicht. Aber die will ich auf jeden Fall haben. Aber jetzt ist hier diesmal keine so tolle Kiste, ne? Schade. Sehr schade. Na gut. Ja, den lassen wir jetzt mal liegen. Wobei ich den anstatt des mitnehmen könnte. So, jetzt muss ich echt gucken, dass ich den Weg hier. Da geht's nämlich schon los. Da könnte mich jetzt gleich wieder alles hier verarschen. Aha. Lila Waffe. Jetzt habe ich zwar die blaue dafür hergegeben, aber... Oh nein. Oh, ich hasse es. Ja, jetzt habe ich zwar die blaue dafür hergegeben, aber ich glaube, das ist ganz gut. Also die... Was? Oh, das ging schnell. Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Wie ist das denn jetzt passiert? Okay, wenn man da in die Horde richtig reinkommt, ist es auch nicht günstig. Schade. Das war ja blöd. Das war ja blöd. Ha. Aber ich weiß jetzt, ich muss direkt gucken, wo die Multiplikatoren sind und mir die holen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, auf zu Runde 2. Das lief ja gerade echt blöd. Muss ich sagen. Diesmal war es nicht, dass ich in den Sturm gedrückt wurde, sondern es lief einfach blöd. Okay. Interessantes Gebiet auf jeden Fall.
So, wir versuchen es gleich mal mittig. Irgendwo da müsste doch dann das Gerät sein. Genau, nice. Oh, nice. Sehr gut. Das ist zwar eine Shotgun, aber es ist was Lilanes. Ich brauche viel von der langen Munition, hab ich gelernt. So, das ist das Trommelgewehr. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Noch mehr Trommelgewehr. Gut, zweimal brauchen wir es eigentlich nicht. Aber ist ja wurscht. So, munitionstechnisch sind wir schon mal ganz gut versorgt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch eine bessere Version von den Sachen, die wir haben. Also, gucken wir uns noch ein bisschen um. Die Zeit haben wir ja. Muss ich jetzt da echt erst hoch? Habe ich schon was zum Bauen? Sich das gelohnt? Ich sehe es nicht. Schade, der nützt mir nichts. Ist da noch eine Waffe runtergefallen? Ah ja. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Sehr gut. So, für den Fall, dass wir gleich bauen müssen. Ab und an. So, da ist noch eine grüne Waffe. Können wir auf jeden Fall einmal austauschen. Ach, das haben wir jetzt zweimal, sehe ich gerade. Die Munition nehme ich mir noch mit, bevor hier alles verschwindet. Wo könnte ich noch schnell was herkriegen? Ja gut. Bevor wir zweimal die gleiche Waffe mitnehmen, kann ich auch einen Schildrack mit mir schleppen. Was ist das? Taktische Schrotflinte. Aber nicht allzu viel Munition dafür, aber wir nehmen es mal mit. So. Let's go. Die Multiplikatoren? Gar nicht, oder? Ich sehe noch keine. Ne, ich sehe noch keine. Yo, hi. So, Multiplikator, da ist einer. Go, 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 go. Zack, danke schön. Da drüben ist einer. Da draußen. Lass mich einfach mal schnell da raus. Danke schön. Schießen wir erstmal hier alles zusammen, dass es hier nicht gleich Probleme gibt. Weil ich mir da zu viel Zeit lasse. Aber ich will den anderen noch holen, da drüben ist er. Die sind da gerade alle hier drin beschäftigt und kommen da so schnell nicht raus. Das heißt, ich habe die Zeit, dahin zu laufen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt kann ich mich erstmal hinstellen, erstmal in Ruhe alles abfrischen.
Bestimmung, was mir entgegengeworfen wird. Guck mal, das gibt gerade richtig viel Punkte. Solange ich vor allem die Serie behalte. Nice. Jetzt haben wir halt leider wieder keinen zu dick kaputt gemacht und kriegen wahrscheinlich deswegen keine Kiste. Also keine Spezialkiste, meine ich vor allem. Außer die tauchen irgendwie auch noch mit anderen Begründungen, Bedingungen auf. Ich weiß ich nicht. Aber ich sehe keine. Hier waren überall diese Dinger, aber ich sehe keine Spezialkiste an der Stelle, wo die waren. Schade. Sehr schade, aber wir sind munitionstechnisch auch gar nicht so schlecht. So. Problem, es geht gleich weiter und ich habe keine Ahnung, wohin. Es gibt ungünstige Stellen, auf jeden Fall, wo der hingehen kann, der Sturm. Bisschen was zum Bauen habe ich. Wenn der Sturm mich ärgern sollte. Schauen wir mal, wie es läuft. Da geht schon wieder los. Yo. Sicke Waffe. Oh mein Gott. Das hat wehgetan. Lass das bitte. Jetzt sehst du halt nicht, wo ich hinlaufe. Ja. Großartig. Auch eine Kiste gewesen. Ja, ich komme da nicht ran an die Munition, die ich gerne hätte. Mist. Aua. Ach so, aber man sieht grob auf der Karte, wo das Ding hinfährt. Das ist auch gut zu wissen. Dann kann man sich das grob abschätzen, auf jeden Fall. Die hätte ich gern. Oh, ich habe keine mehr davon. So, wir haben es gleich. Wir sind gleich im Zielgebiet. Gott, nicht wieder einkesseln lassen hier. Sekunden. Okay. Okay, okay, verstehe. Also eine Runde ist immer verstanden. Ja, ja, verstanden. Meinetwegen.
Regeneration ist wichtig. Das ist alles nur unfarbig. Okay. Würde ich aber eher mitnehmen als das hier zum Beispiel. Viel mehr kann ich jetzt hier nicht mehr angucken, ne? Wir waren hier vorhin schon mal. Ja, ich erinnere mich, da waren wir vorhin schon mal. Das war das, wonach ich dann bei dem Eis weggerutscht bin, weil die mich so geärgert haben. Hier ist irgendwo so ein Viech aufgetaucht. Aber das gerade hat es keinen Bock. Oh, warte mal. Waffe ist auch nicht verkehrt. Der explodiert. Da muss ich weg. Oh, das ist wieder ein Goldener. Oh je. Energetisch ist es gerade nicht so gut, ne? Geachtet. Da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer, oder? Nee. Ja, war schön für mich. Ah. Puh. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Irgendwann haben wir zumindest Zeit für noch eine Runde. Bis gleich! So, auf zu Runde 3. Letzte Runde auf jeden Fall für den Part. Und ich werde es wohl davon abhängig machen, wie es läuft, ob ich dann... Oh, es ist wieder dieses Gebiet. Oh no. Also es scheint so ein bisschen vorgefertigte Gebiete zu geben. Weil da halt diese Stationen stehen, ne? Nicht die Station. Oder doch? Nicht die Station. Da. Genau die meine ich, ne? Und da sammelt sich dann auch immer der Sturm. Und der wandert dann auch immer zu einer von den nächsten Stationen. Deswegen ist dann doch ein bisschen vorhersehbar, ist dann doch der Weg, auf jeden Fall. Wenn man das mal ein bisschen beobachtet hat. So. Habe ich alle erwischt? Nein. Okay, hier kann ich mir noch was holen. Was ist das? Ach so, das ist zum Bauen. Bauen haben wir genug, so für den Fall, dass es mal nötig sein sollte.
uns noch ein bisschen was hier vorbereitet. Ja, den habe ich vorhin gut eingesetzt, den Schildtrank, ne? Aber wann hätte ich den? Ich weiß nicht. Hatte ich halt wirklich überhaupt keine Zeit dafür. Wo ist das Ding da? Schweres Sturmgewehr, ist das das gleiche wie das? Nein, hat mehr Munition, dann nehmen wir lieber das mit. Steinstoßpistole. Oh, gleich geht's los, ich will nicht. Oh, halt, die hole ich mir noch. Hä, wo denn? Ist die außen? Da. Oh, da oben. Egal, es geht los. Ich habe keine Zeit mehr. Darf ich halt, was glaube ich mein Hauptfehler ist, ist, dass ich mich zu schnell auf andere Sachen konzentriere und nicht auf das Wesentliche. Ich lasse mich zum Beispiel immer davon ablenken. Zu den Multiplikatoren zu rennen. Das ist jedes Mal so eine Ablenkung. Aber der ist ja gerade echt nah, den hole ich mir auf jeden Fall. Der nächste ist... Hä? Okay. Nehme ich. Wo ist es nicht? Und der nächste ist dahin. Oh mein Gott, das ist blau. Gib mir das. Wow. Aber das Problem ist, die hat nicht allzu viel Munition zum Schießen. Das ist hier echt von Nachteil. Muss ich aber einfach so sagen. Mit rückwärts laufen ist, glaube ich, auch nicht die geilste Idee. Da bin ich immer so langsam. Das ist auch nicht gut. Aua. So, da habe ich jetzt aber einige mitgerissen. Ich glaube, man kann auch mal nur drei finden pro Dings. Ne? Mehr kann man, glaube ich, gar nicht finden. So, was ich jetzt gerne hinkriegen würde, wäre eins von den Dingern kaputt machen. Weil wegen weißt du schon. Ich glaube, dadurch, daran lag es, dass vorne so ein Ding auf dem Kopf ist, so eine coole Kiste. Aber... Ich kriege jetzt in der Zeit. Ah, sieht gut aus. Ich muss mich nicht von anderen Sachen ablenken lassen. Klappt das. Gerade so einen Mitte gerissen. Ist jetzt so ein Ding aufgetaucht irgendwo? Aber wenn ja, wo? Das wäre jetzt die Frage. Da, wo ich kaputt geraten habe, ist nichts aufgetaucht. Mist. Scheiße. Vielleicht taucht es auch nicht immer auf. Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Es sind ja alles nur Vermutungen. Nee, keine Ahnung, ich sehe nichts. Vielleicht war es auch gerade zu langsam, dass es von selber kaputt gegangen ist, weil die Zeit um war. Das kann natürlich sein. Das wäre ärgerlich, aber es wäre möglich.
Davon haben wir genug Munition auf jeden Fall jetzt. Das sollte also munitionstechnisch funktionieren, aber wir können auch immer mehr davon einsammeln. Sehr, sehr gut. 482. So. Der Sturm will da gerade in die andere Richtung eigentlich. Ah ne, in die Richtung passt schon. Die Villa. Aufpassen, dass er nicht wieder über den Berg geht oder sowas. Ach, da geht er wieder da hinten rum. Ich hasse es. Dann haben wir hier die Tür diesmal. So. Dann kann da schon mal nichts passieren, was vorne passiert ist. Wieso steht er denn jetzt eigentlich? Oh Gott. Jetzt bewegt er sich weiter. Ei. Wo? Was für eine Waffe? Taktische Schrotflinte kann er liegen. Wow, ich dachte gerade, das ist ein... Ah, das ist dieser Roboter, der seit langem vorhin da rumsteht. Ich dachte gerade, es kommt hier so ein riesen fettes Viech oder sowas. Aber das war zum Glück, wie gesagt, nur der Roboter. Wow, hi! Reicht. Die möchte ich gerne mitnehmen. Sehr gut. Ah, da ist noch mal einer. Dann war es das von der Seite aus. Okay. Gehen wir gleich ganz schnell hierher. Und decken uns erstmal wieder mit Munition ein. So, und dann haben wir hier noch eine Kiste. Habe ich noch selber vorne. Das ist kein guter Ort zum Kämpfen. Das gefällt mir nicht. Das wird mich jetzt ziemlich in die Enge... Oh, das ist kein guter Ort. Weiß es nicht. Wir werden sehen. Lass die Kiste dann mal Kiste sein. Da hinten ist einer aufgetaucht. Gleich weg damit. Jetzt schon wieder ganz viele. Das ist nicht gut. Das ist genau das, was ich nicht will. Nein, hör auf damit.
der Smackdown. Kein Eis, kein Eis. Nicht gut. Hilfe. Gibt's doch nicht. So, wenn ich hier die auslöse, kann ich ja auch die Verfolger ein bisschen loswerden. Genau. Da ist noch einer. Die Zeit muss einfach sein. So. Irgendwo muss noch einer sein, da drüben. Habe ich die Zeit, das jetzt noch... Ah, ich weiß es nicht. Ach, da oben oder was? Wo soll denn der... Ah, das ist jetzt... Nee, dann lassen wir den. Nee, lassen wir den. Komme ich nicht mehr hin in der Zeit. Ist okay. Okay, ist jetzt irgendwo... Mal gesehen davon, dass das ganz cool ist. Ist jetzt irgendwo... Oh mein Gott, sind das viele. Also allein die Munition ist schon mal großartig. Ist jetzt irgendwo so eine Kiste aufgetaucht, weil ich den einen kaputt gemacht habe. Aber wenn ja, wo? Das könnte ja jetzt wieder überall sein. Ja, verdammt. Leider sehe ich nichts. Damit hat es mir leider nichts genützt. Außer, dass der halt kaputt war, was natürlich gut ist, alleine schon das. Alleine schon das ist ja gut. So. 1029 ist halt großartig. Jetzt muss ich nur durchhalten. Wohin will er? Darüber, okay. Gleich hinten rum, wahrscheinlich. Da mache ich mich schon mal bereit, hier kaputt zu machen. Jupp. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ganz genauso habe ich mir das vorgestellt. Viel zu viele. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Eistyp weg mit dir. Du machst mir Ärger. Okay, lass mal hier runter. Ein bisschen umdrehen und dann schießen. Wow. Weg. Große Typ ist da. Oh mein Gott, nicht gut. Ich wechsle mal zu dir. Die Energie ist nicht gut, ne? Komm schon. Okay. Oh, der explodiert. Der muss weg. Und zwar nicht bei mir. Nicht bei mir.
Oh nein. Ah. Ich dachte, es reicht. Oh Mann. Ich dachte, es reicht von der Entfernung. Aber wann soll ich den sonst erledigen? Der kommt ja nur immer näher. Aber punktetechnisch sieht man, dass 50.000 auf jeden Fall möglich ist, wenn man dann vor allem weiterkommt. Ich frage mich ja, wann es zu Ende ist. Ich weiß es ja nicht, wie viele Runden man überstehen muss. Ah, Mann, Mann, Mann. Puh. Jetzt gucken wir mal, was wir an Herausforderungen schon geschafft haben. Ich weiß nicht, ob jetzt wieder ein paar dazugekommen sind. Ei. Und dann hören wir auf. Ah, ich komme über die zweite Runde nicht raus. Das ist unglaublich. Also, 42% haben wir. Es fehlen noch Giftscheusale oder Explodierte. Ja, ne, das ist ja das Problem. Ich soll die einerseits aus mindestens 5 Meter Entfernung erledigen. Ach, mindestens. Nicht höchstens, sondern mindestens. Upsi. Das heißt, ich muss weiter weg sein und nicht andersrum. Ah. Ups. Habe ich falsch gelesen. Den Gold, so Goldtypen soll ich erledigen und dann halt gewinnen. Hahaha. Guter Witz. Alles andere haben wir also schon geschafft, ja. Das da haben wir also schon bekommen. Blinkt deswegen hier der Dings. Der spinnt. Weil ich so ein neues Teil bekommen habe. Ah, und da habe ich auch was bekommen. Das da und das da. Aber das ist schon ein bisschen älter. Okay, wie auch immer. Ist ja eh irrelevant. Gut. Ey, guck mal, ihr könnt Geld ausgeben. Wow. Also, manchmal weiß ich auch nicht mehr. Was bitte? Okay, alles klar. Ja gut. Damit, wie gesagt, schließen wir das hier erstmal ab. Ich kann jetzt halt schlecht fragen, ob ihr mehr von Hordenansturm sehen wollt, weil bis das raus ist, gibt es Hordenansturm, weil ich glaube, läuft das noch. 4 Tage, ja, wow. Das heißt, das müsste ich schon, wenn ich das haben will, relativ häufig spielen. Na gut. Mal gucken, was ich die Tage noch so mache. So viel erstmal dazu. Danke fürs Zuschauen und tschüss.